Ein 48-Jähriger aus Alheim, der mit seiner Familie unterwegs war, ist am Samstagmorgen zwischen Knöllwald-Oberbeisheim und Homberg-Welferode mit seinem Auto verunglückt. Als Ursache geht die Polizei von nicht angepasster Geschwindigkeit aus. Der Van landete in einem Graben auf dem Dach. Der Alheimer, seine 44-jährige Frau und die 12-jährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Rothenburg gebracht. Der 15-jährige Sohn blieb unverletzt. Der 48-Jährige habe angegeben, das Fahrzeug sei hinten rechts ausgebrochen, berichtete die Polizei. Der Van krachte gegen eine Böschung und kippte auf das Dach. Der Notarzt aus Melsung sowie die Besatzung von zwei Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzten. Am Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt.